So, hallo, heute mal wieder, seit langem mal wieder Unboxing-Video, und zwar Unboxing-Video diesmal vom Dyson V6 Animal Pro mit reichlich Zubehör, und es geht jetzt einfach nur darum, wie gesagt, Unboxing. Wir gucken mal, was bei dem Animal Pro dabei ist. Den habe ich bei eBay geschossen, eBay Plus. Das war ein Wow-Angebot für wirklich günstige 279 Euro, glaube ich. Das Ding kostet irgendwo normalerweise 300 aufwärts. So, fangen wir an. Dabei ist ein Saugrohr, damit du mit dem Animal Pro auch im Stehen saugen kannst und nicht dich bücken musst zum Saugen. Sehr leicht. Leichtes Aluminium, oder? Ja, könnte auch hochwertiger Kunststoff sein. Das Rohr ist in der Länge nicht verstellbar, also es ist die Länge, die ist fix. Was wird das haben? Ein halber Meter, glaube ich, mehr. 600. Ja, Saugrohr. Dabei ist auch noch eine Anleitung in alle möglichen Sprache. Ein paar Bilder dabei. Bisher so das Nötigste erklärt. Dann haben wir dabei eine Saugdüse mit so verschiedene Bestelchen da vorne drauf, ein bisschen Kobari-Best, und dann kann man das wahrscheinlich so rausfahren, genau. Dann haben wir da vorne ein bisschen sanftere Beste, die sind wahrscheinlich aus dem Sitz oder aus dem Autopolster oder überall der Dreck rauskitzeln und dann aufgesagt werden kann. Mit dabei auch ist, was ich sehr gut finde, dass das schon dabei ist, die Wandhalterung. Finde ich sehr praktisch. Könnte schon Dyson irgendwo einen Platz geben. Noch mal eine Beschreibung dabei, wegen dem Ladegerät und wie man es installiert. Hoppala. Ja, ich glaube, kannst Dyson hier, wird er hier eingeklinkt, rumgeklappt, zack, fertig. Lade, wenn du brauchst, holst du wieder raus, saugst, fängst wieder neu. Oder immer seinen festen Platz. Wenn du einen guten Platz hast, ist das, denke ich, nicht verkehrt, wie wenn er immer irgendwo in einem anderen Eck rumfliegt. So, was haben wir noch dabei im Animal Pro Set? Da haben wir noch dabei eine Bodenbürste. Gut, wenn man jetzt einen normalen Hausstaubsauger hat, einen guten. Aber verkehrt ist es nicht, wenn man die Bürste ab und zu vielleicht mal kurz benutzen kann, für mal kurz über den Teppich zu saugen. Hier unten ist so ein Verschlusszeichen, du kannst sie öffnen und kannst sie reinigen. Jo. Nicht verkehrt, mal kurz über den Teppich zu saugen. Hier haben wir noch das Ladegerät. Ganz normal, Standard-Ladegeräte, was du so halt bei der ganzen Elektrodiener dabei hast. Was haben wir hier noch? Da haben wir noch die Mini-Bürste. Die ist auch mit dabei. Die ist wahrscheinlich, oder ist auch sehr praktisch, finde ich, denke ich, für gerade mal so bei dem Auto auf dem Polster mal saugen. Du hast ein bisschen, ja, die Bürste sind ein bisschen, weich, ist okay. Ist halt, denke ich, so für die Sitze, Möbel mal schnell drüber zu jagen mit dem Dyson. Nicht verkehrt. So, da haben wir noch eine lange Düse. Für schön in die Ritze, um in die Ecke neu zu kommen. Kennt man ja eigentlich auch vom normalen Dyson-Staubsauger, vom großen. Ähnliche Düse dabei. Ob die Sache jetzt an den normalen Staubsauger passen, glaube ich nicht. Wahrscheinlich kann man die Düse nicht an der herkömmlichen Dyson dran machen. Aber ich sehe gerade, da ist ja noch so ein kleiner Elektroanschluss. Wahrscheinlich wird die Düse sogar mit einem kleinen Elektromotor angetrieben. Das wird die große. Ah, die große hat es auch. Vermutlich, dass der Strom, der Akku, dann auch hier noch die Düse, die Walze hier mit betreiben muss. Die Akkulaufzeiten sollen ja nicht so arisch lang sein, also irgendwo gibt es 12 Minuten, Viertelstunde maximal, glaube ich, je nach Modus. Da gibt es einen Power-Modus und einen normalen Modus. So, hier haben wir das Herzstück und dann war es das eigentlich auch schon mit dem Unboxing, was so dabei ist. Schieben wir das mal auf die Seite. Das ist auch der gute Dyson, macht einen schlanken Fuß, ist halt lila, aber das ist mir egal, Hauptsache der funktioniert. Da geht er sogar schon. Entleeren. Ganz einfach aufmachen, fällt die Scheiße raus, machst wieder zu, geht's weiter. Jetzt sehe ich gerade, da ist der Gummi ein bisschen, ja, das ist schon nicht so toll.
Der ist ein bisschen auf der Fahne runter gerutscht. Ja, muss man beobachten. Gut, aber geht ab. So, jetzt kannst du hier drücken, da hinten ist Max, ne? Wenn du die Powertaste drückst, drückst du drauf. Wieder normaler Modus. Wenn du wieder drückst, wieder Ability. Ich bin gespannt, was er taugt. So macht er schon mal eine gute Kraft. Ah, können wir mal das ausprobieren. Vorne drauf gemacht. Achtung. Ah, ja. Ja. Jetzt der Power-Modus. Ah, da geht's schon vorwärts. Okay. Das war's eigentlich schon vom Dyson. Also nochmal ganz kurz, der Dyson selbst. Tolles Gerät. Ist auch relativ, ja, leicht will ich nicht sagen, aber liegt gut in der Hand. Ist, wie so ein Akkuschrauber, relativ gut austariert. Der Dyson. Klar Düs, Motordüs, hier nochmal so kleine Polsterdüs für die Ecke. Ein Saugrohr ist mit dabei. Nochmal lange Düs für die, wo du nicht so gut liegst. Dann nochmal eine größere Polsterbest, beziehungsweise Teppichbest. Ladegerät, Wandhalterung. Also, all in allem für das Geld, wenn er gut funktioniert, finde ich das Set eigentlich das Beste. Gut, habt ihr gesehen, was dabei ist? Was ist das hier hin? Ah, kannst du Filter abmachen? Alles klar, Filter kann man reinigen mit Wasser. Gut, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wenn ihr euch dafür entscheidet, viel Spaß mit dem Dyson. Macht's gut, tschüssi, ciao.